Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich sitze hier wieder so spontan, weil ich einfach nicht dazu komme, ein aufwendigeres Video abzudrehen. Es sind etwas hektische Zeiten, beten Sie für mich, denn ich kann jedes Gebet momentan wirklich gebrauchen. Was möchte ich heute mit Ihnen besprechen? Es geht um den synodalen Weg, mal wieder. Und zwar bin ich in den letzten Tagen immer wieder auf internationale Stimmen gestoßen, also gerade nicht aus Deutschland, die auf den synodalen Weg reagieren, irgendwie sich kritisch dazu äußern. Und ich dachte, ich zeige Ihnen einfach mal so ein bisschen, was eigentlich weltkirchlich über den synodalen Weg gesagt wird, weil das ist ja schon alles sehr deutschlandzentriert. Einfach die ganze Einstellung der synodalen Teilnehmer, sag ich mal. Und einfach mal das einzuordnen in den gesamtkirchlichen Kontext. Viel Freude. Ich habe vor allem einen Text von George Weigel gelesen, der den synodalen Weg kritisiert und auch dazu aufruft, dass die Bischöfe, also der Weltepiskopat, die Gemeinschaft der Bischöfe weltweit, ihr Recht und ihre Pflicht einsetzen sollten oder in Anspruch nehmen sollten, die deutschen Bischöfe brüderlich zurechtzuweisen. Und er bringt da dann eben bestimmte Beispiele aus der Vergangenheit und bringt dann auch gerade jene, die großen Einfluss in der ganzen Kirche hatten, so wie Augustinus, Ambrosius und so weiter, als Beispiel, um zu zeigen, wie sie eben die häretischen Bischöfe zurechtgewiesen haben und wie das eigentlich sein sollte. Wundern Sie sich nicht, wenn ich ab und zu zur Seite schaue, aber ich lese immer so ein bisschen ab vom Computer. Was George Weigel zum Beispiel in seinem Text, ich verlinke übrigens alle Texte, auf die ich eingehe, auch in der Infobox. Auf der Seite firstthings.com schreibt er über den Weltepiskopat und dort sagt er eben, das ist übrigens ein Text, der ist am 10.03.2021 online gekommen. Und da führt er eben aus, dass in dieser Zeit, als gerade die großen Stimmen der Kirche, also so wie Augustinus beispielsweise, auch solche, die Lehrer sind, ne? Die Kirchenlehrer sind, dass diese immer dann gewirkt haben in besonders stürmischen Zeiten und sich dort eben bewährt haben als kritische Stimmen, die ihre Mitbrüder auch zurechtgewiesen haben. Und ich muss auch irgendwie gerade an den heiligen Nikolaus von Myra denken. Ich kann mich an ein bestimmtes Bild erinnern. Ich glaube, das war ein Meme im Internet, aber das ihn eben zeigt, wie er dem Arius, ne, dem heretischen Arius, eine klatscht auf dem Konzil von Nicea wegen seiner Irrlehre, dem Arianismus. Das ist einfach eins von diesen Beispielen. Natürlich heißt es nicht, dass man dem Mitbruder gleich eine klatschen muss, aber gemeint ist, dass man natürlich auch jemandem mal ein bisschen wachrütteln muss und ja, einfach auf die Wahrheit zur Wahrheit zurückführen muss. Und er sagt hier zum Beispiel auch, dass man eben verstanden hat, dass die Kirche ein gemeinsamer Leib ist. Und wenn an einem Ort dieses Leibes etwas krank ist, das eben irgendwann Auswirkungen hat auf den ganzen Leib. So wie eben eine Entzündung an einem Ort am Körper irgendwann zu einer systemischen Sache wird, ne? Und dann eben es irgendwann zu einem septischen Schock kommen kann. Eine Sepsis, das ist dann wirklich schon lebensgefährlich. Und so ist es natürlich auch für die Kirche. Wenn an einem Ort sich eine Häresie entwickelt, das ist wie eine Entzündung im Körper, dann wird das irgendwann den ganzen Körper betreffen. Also die ganze Kirche. Und deshalb muss man das natürlich behandeln. Lokal behandeln. Und deshalb haben dann so Leute wie Cyprian, Basilius von Caesarea, Ambrosius, Augustinus wirklich auch Klartext gesprochen und ihre Mitbrüder im Episkopat, also die Mitbischöfe, auch korrigiert, ihnen ganz klar gesagt. Und das ging manchmal richtig ab. Wir haben diese Texte bis heute teilweise noch. Und davon sollten sich eigentlich die Bischöfe von heute auch eine Scheibe abschneiden. Und das heißt in erster Linie, dass die deutschen Bischöfe sich auch mal was sagen lassen müssen von ihren Mitbischöfen aus den anderen Ländern, die vor allem mit einer gewissen Distanz auf diese ganze Entwicklung schauen und auch die Befürchtungen ganz klar äußern,
dass die Kirche in Deutschland vom Glauben abfällt, um es einmal mit George Weigel auch zu sagen, der das vor kurzem noch meinte. Die Kirche in Deutschland fällt vom Glauben ab, wenn es so weitergeht. Und deshalb sind jetzt die Mitbischöfe gefragt, dass sie den deutschen Bischöfen auch mal die Leviten lesen. Und George Weigel ist besonders scharf in seiner Kritik, wenn er sagt, dass bei diesem synodalen Weg substanziell das Depositum Fidei angegriffen wird oder abgebaut werden soll. Also wirklich die Lehre der Kirche auch gerade an diesen Punkten, die eigentlich gar nicht antastbar sind, gerüttelt wird, ordentlich gerüttelt wird. Und dann heißt es sogar noch, thereby betraying Pope St. John the 23rd's intention for Vatican II oder Vatican II. According to its recently released fundamental text, the German synodal way will correct the Lord Jesus on the constitution of the church and its episcopal governance. Und das, worauf er sich hier bezieht, vor allem in seiner Kritik, ist dieser erste Text, also der Arbeitstext des ersten Forums, wo es um Macht- und Gewaltenteilung geht. Weil Jesus eben also er hat ja eigentlich schon die Hierarchie in der Kirche und die Vollmachten und die Berufung dieser einzelnen Bereiche, die er vorgegeben hat, festgelegt. Und das ist also göttlicher Wille. Die Dreiteilung des Weihesakraments, dass Frauen eben nicht diese Weihesakramente haben können, weil sie ganz andere Berufungen bekommen haben von Christus. Das ist alles ganz eindeutig festgelegt und da kann eigentlich die Kirche nicht dran rütteln. Und er nennt hier dann auch natürlich die anderen Dinge, die eigentlich gar nicht verändert werden können, was aber die deutsche Kirche versucht, dass zum Beispiel die Gender-Doktrin eingebracht werden soll, dass man diese ganze Sexualmoral der Kirche verändern will und die also die Vielfalt an Sexualität einbringen will. Oder auch das mit den wiederverheirateten Geschiedenen, das kritisiert er wirklich ganz scharf, dass die Kirche das versucht in Deutschland. Er sagt sogar, und das finde ich so interessant, und deshalb mache ich dieses Video, dass die deutschen Bischöfe irgendwie ein ganz anderes Bild haben davon, wie der synodale Weg in der gesamten Kirche ankommt. Weil er zitiert hier Bischof Betzing, ne, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, dass er meint, dass dieser synodale Weg mit Enthusiasmus aufgegriffen wird von den anderen Bischofskonferenzen oder weltweit einfach wirklich als ein Vorreiter der zukünftigen Entwicklung der gesamten katholischen Kirche angesehen wird und dass es mitnichten so sei. Und da kommt jetzt der Katholizismus Light wieder ins Spiel. Das ist ein wunderbarer Begriff, den er auch im Buch Der nächste Papst thematisiert. Also für jene Bereiche der Kirche, die das Anliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils eben nicht umsetzen, was nämlich in erster Linie ein missionarisches Anliegen ist. Die Evangelisierung. Dass da, wo das eben nicht umgesetzt wird, eine rudimentäre Kirche vorliegt, die innerlich schon längst ausgehöhlt ist. Und zwar sagt er hier, if so, also wenn wirklich dieser synodale Weg enthusiastisch aufgegriffen werden würde vom Rest der Kirche, that's only happening among the shrinking cadres of Catholic Light, who have not learned from the German example that Catholic Light leads to the Catholic Zero, exemplified by this fundamental text. Katholizismus Light führt irgendwann zu Katholizismus Null, also zu einer Auslöschung des Glaubens komplett. Das heißt, der synodale Weg kommt nur da gut an, wo die Kirche auch an anderen Orten in der Welt die Evangelisierung nicht ernst nimmt und schon längst nicht mehr so ist, wie sie sein sollte, sondern ausgehöhlt, vielleicht verschrumpelt. Also Weinreben, die schon verschrumpelt sind und, naja, früher oder später ganz verdorren. Und besonders deutlich wird seine Kritik auch, wenn er sagt, that Brother Bishops disabuse Bishop Betzing of the illusion that he, the great majority of the German Episcopate and the blotted German Church bureaucracy, also Bürokratie, ich kann das Wort nicht aussprechen, bureaucracy are the courageous pioneers of a brave new Catholicism. Also anscheinend leiden die deutschen Bischöfe unter Realitätsverlust, so George Weigel, dass sie meinen, dass ihre ganze überbürokratisierte Kirche eine Vorreiterrolle spielt in einem neuen Katholizismus, der eigentlich einen Weg in die
Irrelevanz ist. Statt also die Evangelisierung wieder vor Augen zu haben und die Kirche danach auszurichten, möchte man die sowieso schon total bürokratisierte Kirche noch mehr bürokratisieren und dem Ganzen einen noch menschlicheren Überbau verleihen, sodass der Heilige Geist überhaupt gar keinen Raum mehr hat in der Kirche. Also wie gesagt, George Weigel ist da schon ziemlich deutlich. Und ich habe auch noch einen anderen Text gelesen, der ein bisschen länger noch ist. Und da werden noch weitere Dinge beschrieben, auch aus Sicht des katholischen Glaubens kritisiert am Synodalen Weg, nämlich von Hans Feichtinger, What to Know About the Synodal Way. Und zwar auch auf der Seite firstthings.com. Und ich finde das auch sehr schön, weil das gleich zu Anfang in diesem Text, den ich Ihnen auch unten in der Infobox natürlich verlinke, gleich zu Anfang das gesagt wird, was ich mir auch gedacht habe. Die ganze Kirche hat letztes Jahr einfach einen Lockdown durchmachen müssen. Wir durften gar nicht richtig Ostern feiern. Alles ist irgendwie zu einem Stillstand gekommen, aber der synodale Weg gerade nicht. Sondern man hat eben Wege gefunden, das Ganze online abzuwickeln und so weiter, dass es trotzdem weiter vorangetrieben wird. Und in diesem Text wird nochmal viel deutlicher, weil es eben ein viel ausführlicherer Text ist, herausgestellt, dass der Kern aller Bemühungen, die wir haben sollten, fehlt beim synodalen Weg. Obwohl das ja also der Kirche nahegelegt worden ist in Deutschland, dass man das auch noch mit hineinbringt, nämlich die Evangelisation. Es fehlt komplett, obwohl das ja das Hauptanliegen des Konzils war, der Kirche wieder das Bewusstsein zu geben, dass sie ein Leib ist von Menschen, die in der Nachfolge Christi stehen, mit einem Sendungsbewusstsein, dass wir alle dazu berufen sind, dieses Evangelium weiterzutragen, das Evangelium Jesu Christi, überzeugend und überzeugt den Glauben zu leben, dass andere Menschen Lust bekommen, auch also dieses Evangelium anzunehmen, katholisch zu sein. Also was die Päpste des Konzils, Johannes der 23. und auch Paul der 6., ja eigentlich als Anliegen vorangestellt haben und das Ganze als hermeneutischer Schlüssel des Konzils. Gerade Evangelii Nuntiandi von Paul dem 6., das ist diese Evangelisierung der Welt durch die Kirche, das, was die Kirche eben sehr in sich selbst gelassen hat, nach außen zu führen, in die Welt hinauszutragen. Das sollte das Hauptanliegen sein. Aber der synodale Weg ist damit beschäftigt, an den Grundfesten der Kirche zu rütteln, eine neue Lehre zu erfinden, bevor man überhaupt missionarisch tätig wird. Das ist schon längst ein Glaubens... Also das Schisma ist eigentlich schon da. Es wird nur immer mehr... Es tritt nur immer mehr deutlicher zutage. Es ist schon längst eine neue Kirche. Auch wenn so ein Sternberg sagt, man möchte keinen deutschen Sonderweg. Aber der ist schon längst da. Der ist schon längst da, faktisch. Und das führt letztendlich wirklich zu einer neuen Reformation, zu einer neuen Kirche. Mit einer ganz neuen Glaubensgrundlage. Ich finde das auch wunderbar, dass in diesem Text Partei ergriffen wird für Wölki. Denn was mit Kardinal Wölki geschehen ist in den letzten Wochen, das ist eine Hexenjagd. Er ist bekanntlich ein sehr starker Kritiker des synodalen Wegs. Und was mit ihm geschehen ist, das ist eine Katastrophe. Und es ist so schön, wie die ausländischen Medien, katholischen Medien, auf ihn schauen und sagen, selbst die linke Presse ist sich darüber im Klaren, dass Wölki nichts falsch gemacht hat. Aber trotzdem diese Hetzjagd. Also man merkt hier, wie der Zusammenhang ist und der wird hier auch übrigens hergestellt. Dass gesagt wird, dass so auf Wölki geschossen worden ist, das liegt daran, dass er den synodalen Weg so kritisiert. Also er würdigt schon durchaus die Bemühungen des synodalen Wegs. Aber wie es eben ausgeführt wird, das kritisiert er. Ich zitiere, The Synodal Way wants to make the Church fit for the 21st century, cleansing her of past sins and failures and preparing her for mission. These are good goals, klar. But the proposed means by which to reach these goals
remain unconvincing, at least at this stage. At this point, the reports and documents produced by the Synodal Way come close to betraying the evangelical and apostolic mission of the Church. Was wir in den Arbeitspapieren lesen, ist ein einziger Verrat an der evangeliumsbasierten und missionarischen Mission der Kirche. Apostolischen Mission der Kirche. Also das, worum es eigentlich gehen sollte in der Kirche. Das, was das Zweite Vatikanische Konzil wollte. Hier wird das Gegenteil angestrebt. Auch ganz toll der nächste Satz. Compromising the faith and doctrine of the church is not evangelization, but Zeitgeist surfing. Man reitet auf der Welle des Zeitgeistes, ne? Zeitgeist surfing, wie der deutsche Begriff aufgegriffen wird, weil das auch irgendwie typisch ist, ne, für die Kirche in Deutschland momentan, dass sie sehr zeitgeistlich denkt. Und dann vor allem das, was ich auch schon in dem Video zu dem zweiten Thesenanschlag der Maria 2.0 Frauen sagte, dass wir auf dem Weg sind zu einer zweiten Reformation. In taking the steps that Lutherans and other Protestants took long ago, steps that have not yielded good results is not church renewal. Denn echte Erneuerung, und das, da werde ich nie müde, das immer wieder zu wiederholen, echte Erneuerung kommt aus den Herzen, aus der Umkehr, der persönlichen Umkehr zu Gott. Und das können wir erreichen, wenn wir den Heiligen Geist darum bitten, um die Gnade einer tiefen Umkehr der Herzen. Er ist der Erneuerer. Und nicht, wenn wir mit eigenen Kräften anfangen, mit menschlichem Aktivismus, politischem Engagement etwas umzusetzen. Auch hier wird die überbürokratisierte Struktur der deutschen Kirche kritisiert, wenn es heißt, the church in Germany is in love with its own particular structures and role in German society. Also jetzt auch noch ihre gesellschaftliche Stellung, vor allem in Deutschland natürlich. A society that was once Christian, but is now post-Christian. Klar. Und das, was die Kirche jetzt eben anstrebt in Deutschland mit dem synodalen Weg, wenn das die Konzilsväter des Zweiten Vatikanischen Konzils mitkriegen würden, heißt es hier, the fathers of Vatican II are turning over in their graves. Klarere Worte kann man dafür nicht finden. Ich übersetze das einfach am besten mal direkt. Der synodale Weg beklagt, dass die Kirche sehr in sich selbst, also sich um sich selbst kreist. Aber der synodale Weg selbst intensiviert dieses Kreisen um sich selbst. Das zeigen einfach die Texte, die Anliegen, alles, was man da macht. Man kreist einfach nur um sich selbst. Und ich bin so froh, wenn ich dieselben Argumente von anderen lese, weil ich mir dann denke, okay, hier ist der Geist Gottes am Werk und man zieht wirklich gemeinsam an einem Strang, um die Kirche vor dem Schiffbruch zu retten. Anders kann man es nicht ausdrücken, weil die Kirche, das Boot, auf dem Meer der Stürme der Zeit, hin und her geworfen von den Wellen und von den Versuchungen, die immer da sind. Und so eine Kirche, so ein Boot, soll ja bis zum Hafen der Ewigkeit irgendwie auch noch heile bleiben und nicht Schiffbruch erleiden. Aber hier bohrt man ja eigens Löcher hinein durch den synodalen Weg. Hier wird dann angesprochen, dass der synodale Weg eigentlich die neue Lösung also der meisten Probleme daran sieht, dass er eben eine Gewaltenteilung vorschlägt. Wie ich schon vorhin sagte, je mehr man um sich selbst kreist und je mehr man einen menschlichen Überbau über die Kirche Jesu Christi errichtet, desto weniger Raum bleibt für das Wirken des Heiligen Geistes, der ja der Atem der Kirche ist, seit dem Pfingsttag. Und deshalb wird es hier auch so wunderbar zusammengefasst mit den Worten: Interest in the German Church's own structural survival and societal relevance has made us unable to hear God's word of challenge and liberation. At this stage, I wonder if the whole thing can and should still be saved. Clearly, the church around the world is paying less and less attention to German theology. Sie verschwindet in der Irrelevanz, muss man leider so sagen, weil sie einfach so zeitgeistlich ist. Aber es bringt einen nicht weiter. Also, less and less attention to German theology. Once the money runs out,
other ways of influencing churches around the world will disappear. Harte Worte, aber man muss ja sagen, Feichtinger ist ja selber ein Deutscher, er darf das also sagen. Er ist aber nicht in Deutschland, also er sieht das Ganze eben mit einem distanzierten Blick, weil er in Kanada tätig ist. Und ja, also die Kirche wird immer mehr in Deutschland in der Irrelevanz verschwinden und wenn das Geld ausgeht, umso mehr. Also um einfach mal ein paar Stimmen aus dem Ausland zu hören, wie sie auf den synodalen Weg schauen und merken, dass das einfach ein Weg ins Zero ist. Also es wird überhaupt gar nicht zur Erneuerung des Glaubens und Erneuerung der Kirche führen und auch nicht die Relevanz der Kirche in heutiger Gesellschaft irgendwie verbessern. Weil das einfach menschliche Bemühungen sind. Und was der Mensch versucht, aus eigener Kraft anzustreben, das wird keinen Bestand haben. Weil das, was Bestand hat, auf dem Felsen Jesu Christi errichtet sein muss und nicht auf Sand, den man selber streut. Von daher beten wir weiterhin und machen wir uns auf das Schlimmste auch irgendwo vielleicht gefasst, dass es vielleicht wirklich bald zu einem Schisma kommt und wir in der Zeit der Bewährung und der Zeit der Entscheidung die richtige Entscheidung treffen werden und den Mut dazu haben. Das hoffe ich für uns alle. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes reichen Segen, seien Sie behütet und beschützt. Machen Sie es gut.